Die deutsche Nationalmannschaft hat gegen Österreich bereits vorzeitig ihr EM-Ticket gebucht und bereitet sich nun auf die letzten Meter bis zur Endrunde vor. Währenddessen ist in Aachen ein lange verschollener WM-Held von 2006 wieder aufgetaucht, David Odonkor. Vor 5 Jahren schoss er die entscheidende Flanke im Spiel gegen die Polen. Heute hat er einen Vertrag beim Zweitligisten Alemannia Aachen unterschrieben. Für den ehemaligen Nationalspieler ist das kein Rückschritt, sondern eine neue Chance. Ja, natürlich freue ich mich, dass ich erstmal hier bin. Es war eine harte Woche, natürlich musste ich mich erstmal zeigen. Und ich freue mich, dass ich hier bin. Wir sind eine super Truppe. Natürlich ist die Situation nicht leicht, aber ich denke, dass wir Freitag den ersten Anfang machen, dass wir dort 3 Punkte holen und dann sieht die Situation wieder ganz anders aus. Die Situation vor dem Freitagsspiel in Paderborn ist nicht nur für die Alemannia schwer. Nach seinem Wechsel ins Ausland hat Odonkor lange Zeit nur vom Spielfeldrand zugeschaut. Verletzungen warfen ihn immer wieder zurück. In Aachen hofft der ehemalige Nationalspieler nun auf einen Neuanfang. Für mich, ich war ja 22, wo ich hingewechselt bin nach Spanien. Natürlich wollte ich immer ins Ausland und ich denke, das war kein Fehler. Ich habe daraus gelernt. Ich bin froh, wenn ich erstmal dabei bin, weil das ist ein schönes Gefühl, wenn man mit der Mannschaft wieder zum Spielfeld, wenn man im Bus ist oder im Hotel, weil sowas hatte ich ja lange nicht. Für den Aachener Neuzugang sollen nun wieder bessere Zeiten anbrechen. Auch eine Wiederholung seiner schwarz-rot-goldenen Sternstunde schreibt der 27-Jährige noch nicht ab. Im Fußball geht alles schnell. Also ich denke jetzt nicht, dass ich jetzt sofort wieder in die Nationalmannschaft komme, aber wie gesagt, wenn man 2 Saisons gut spielt, dann denke ich schon, dass man vielleicht dann nochmal die Chance bekommt. Dann bin ich 29 und habe dann vielleicht mehr Erfahrung. Dass Odonkor in Zukunft wieder mit der Nationalmannschaft auflaufen wird, ist sicher nicht viel unwahrscheinlicher als seine Nominierung für die WM 2006. Auch damals hatte er ganz überraschend seinen Beitrag zum Sommermärchen geleistet.